Heute lade ich euch ein, mich auf dem größten Motorradabenteuer meines Lebens zu begleiten. Ganz allein wage ich mich auf die Färöerinseln im Nordatlantik, um von dort weiter nach Island zu fahren. Auf der größten Vulkaninsel der Welt steht für mich eines schnell fest. Ein schöneres Land habe ich noch nie gesehen. Knapp unterhalb des Polarkreises geht es hier offroad-fahrtechnisch ans absolute Limit. Vorbei an tosenden Wasserfällen, wilden Geysiren erlebe ich hier den Vulkanismus hautnah. Die Vielfältigkeit dieser Insel haut mich jeden Tag aufs Neue vom Hocker. In 16 Tagen und knapp 5000 Kilometer erlebe ich hier ein Motorradabenteuer, das ich garantiert mein Leben lang nie vergessen werde. Und wer bei diesen Bildern Lust bekommt, ebenfalls den hohen Norden zu erkunden, kann sich gerne die GPX-Tracks aus der Videobeschreibung holen. So, und jetzt geht's los mit meinem Abenteuer Island und Färöer, mit dem Motorrad durchs Land aus Feuer und Eis. So, servus Leute, bin jetzt hier gerade circa 1 Kilometer von meinem Zuhause weg und jetzt, hier und heute, startet vermutlich eins der größten Abenteuer in meinem Leben. Hab vor, nach Island zu fahren mit dreitägigen Zwischenstopp auf die Färöerinseln und alles natürlich mit dem Motorrad. Ich bin mega gespannt, das wird bestimmt der Oberhammer. Island landschaftlich vermutlich das Beste in Europa oder vielleicht sogar auf der Welt. Auf Färöerinseln schon mindestens 10 Jahre auf meiner Wunschliste. Bin froh, dass ich es endlich schaffe, dahin zu kommen. Ich fahre jetzt hier los, muss jetzt nach Hirtshals, nördlichste Zipfel von Dänemark. Von da wird die Fähre starten. Sind von hier ziemlich genau 1300 Kilometer. Und die werde ich heute komplett durchfahren. Wir haben es jetzt kurz nach 8 in der Früh. Das heißt, ich werde schätzungsweise bis 8 Uhr am Abend durchfahren. Ich werde dann da in Hirtshals auf den Campingplatz gehen. Ja. Mein Ziel für diesen Tag war noch, bei Tageslicht in Hirtshals anzukommen. Da brettere ich die A7 hoch von Tankstopp zu Tankstopp. Mehr Pausen sind einfach nicht drin bei diesem strammen Zeitplan. So, ich bin jetzt kurz vor Hamburg. Die ersten 750 Kilometer sind abgespult. 550 habe ich noch vor mir. Das ist jetzt meine dritte Tankpause. Bis jetzt läuft es ganz gut, bis auf einen größeren Stau. Ja, wenn ich Glück habe, komme ich so kurz vor 9 in Hirtshals an. Also, cheers! Ein Red Bull und kurz was gegessen und es geht wieder ab aufs Bike. So, Dänemark habe ich erreicht. Vorletzter Tankstopp hier. Ungefähr nur 350 Kilometer bis Hirtshals. Dänemark empfängt mich mit einer tollen Atmosphäre und die Sonne nähert sich immer weiter dem Horizont, als ich schon weit über 1000 Kilometer im Nacken habe. So, letzter Tankstopp. Sind noch knapp 150 Kilometer bis Hirtshals. Also Endspurt. Und dann ist es auch endlich soweit. Hirtshals war zum Greifen nahe. Für mich war es der dritte Besuch in der niedlichen Hafenstadt am nördlichen Ende Dänemarks. Das einstige Fischerdorf ist mit einem traumhaften Nordseestrand gesegnet. Was für ein Feeling! Nach 1300 Kilometer pausenlos auf dem Bike komme ich hier perfekt zum Sonnenuntergang an dieser traumhaften Kulisse raus. Meine Glücksgefühle in diesem Moment waren fast so stark wie der Wind, der mich hier fast von der Klippe wehte. Pünktlich zum Sonnenuntergang in Hirtshals angekommen. 1300 Kilometer. Also, cheers! Seit ich 2014 zum ersten Mal mit meiner Frau an diesem Strand entlang geschlendert bin, ist dieser Ort etwas ganz Besonderes für mich. Damals sind wir mit einer der zahlreichen Norwegen-Fähren in unser erstes Motorradabenteuer gestartet. Die Vorfreude an diesem Ort, damals wie heute, einfach unbeschreiblich. Hammerstimmung hier! So, ich habe jetzt hier mein Zelt aufgebaut auf dem Hirtshals Campingplatz. Ja,
was soll ich sagen, der Tag heute war eigentlich weniger anstrengend wie gedacht. Also 1300 Kilometer am Stück ist ja meine persönliche Bestleistung bis jetzt. So, guten Morgen. Ja, dänisches Wetter. Kurz scheint die Sonne und dann regnet es wieder aus Eimern. Gut, dass ich mich noch vor der Tour komplett mit wasserdichten Klamotten ausgestattet habe. So schnell wie der Platzregen kommt, geht er auch wieder. Und schon wieder strahlend blauer Himmel. Ich verlasse den schönen Hirtshals Campingplatz, um noch ein klein bisschen Sightseeing zu betreiben. Vor allem der strahlend weiße Leuchtturm und die gut erhaltenen Bunkeranlagen aus dem Zweiten Weltkrieg sind hier besonders sehenswert. Vorbei am alten Fischerhafen mache ich mich auf dem Weg zu meinem Fernterminal. Als es um ca. 13 Uhr zum Boarding kam, waren außer mir nur zwei andere Motorradfahrer da. Gemeinsam fahren wir voller Spannung auf die Norröna. Hier verzurren die beiden dänischen Biker-Kollegen und ich noch unsere Motorräder, bevor es mit Vollgas in Richtung Färöerinseln losgeht. Los geht's! Scheiße, hier geht ein Wind! Mega gut gelaunt und voller Vorfreude verlassen wir das dänische Festland und machen uns auf in den hohen Norden. Bei dem eisig kalten Wind war ich fast der einzigste Mann an Deck, während sich die Norröna sanft durch die Nordsee schob. Circa 23 Uhr endete auch der zweite Tag auf meiner Reise. Am nächsten Morgen schien erstmal die Sonne, doch als wir nach ein paar Stunden die Shetlandinseln passieren, wird das Wetter deutlich wechselhafter und rauer. Die Norröna ist übrigens die einzigste Autofähre auf der ganzen Welt, die nach Island fährt. Das heißt dann aber auch, egal von wo man kommt, man kann nur einmal pro Woche von Hirtshals mit seinem eigenen Fahrzeug nach Island anreisen. Man kann selbst entscheiden, ob man noch 3 Tage auf den Färöerinseln bleiben will oder ob man von Hirtshals direkt bis Island durchfährt. Für mich waren die Färöerinseln jedoch schon ein lang gehegter Traum und so ist die Freude riesig, als diese nach 30 Stunden auf See endlich am Horizont zu sehen waren. Es ist bereits kurz vor Mitternacht, als ich in der Hauptstadt Tórshavn die Norröna verlasse und auf den nahegelegenen Campingplatz fahre. So, kurzes Update. Bin jetzt hier in Tórshavn auf den Campingplatz gefahren, da mein Zelt aufgebaut und verbringe jetzt hier noch 1-2 Stunden direkt am Meer. Ist komplett windstill. Temperatur ist angenehm, so 10-11 Grad. Und kein Regen in Sicht für heute und morgen früh zumindest. Also erster Eindruck, Färöerinseln, richtig cool. Am nächsten Morgen muss ich erstmal realisieren, wo ich hier gelandet bin. So, ich mache hier noch ganz kurz Frühstück. Komme gerade einen Kaffee. Mega cool, es ist 7:30, ich sitze hier im T-Shirt, die Sonne scheint. So, mein Zeltplatz ist abgebaut. Jetzt geht's los. 3 Tage Anreise und jetzt ist 10 Tage Biken angesagt. Und los geht die Entdeckungstour auf der Insel Streymoy. Auf ihr befindet sich auch die Hauptstadt Tórshavn. Sie ist eine der 18 färöischen Inseln. Die Färöer liegen über dem 62. Breitengrad, was ein ganzes Stück nördlicher als Schottland ist. Die Durchschnittstemperaturen hier oben schwanken zwischen 4 und 8 Grad. Und bei durchschnittlich über 200 Regentage pro Jahr fühlen sich Schafe hier deutlich wohler als Menschen. Deshalb gibt es auch doppelt so viele davon. Laut offiziellen Angaben kommen auf jeden der 50.000 Einwohner hier oben 2 Schafe. Wie man unschwer an den bis zu fast 900 Meter hohen Bergen erkennen kann, sind die Färöerinseln vulkanischen Ursprungs. Sie entstanden vor ca. 60 Millionen Jahren und sind somit dreimal so alt wie Island. Auf dem 120 x 75 Kilometer großen Archipel ist kein Ort weiter als 5 Kilometer vom Meer entfernt. In 5 Kilometer bis auf über 800 Meter hoch. Das verspricht geniale Ausblicke auf fjordartige Landschaften. Ganz besonders gut hat mir der Ausblick vom 750 Meter hohen Snorfelli gefallen. So, wir haben 7 Grad. Die ersten 15 Kilometer auf Färöer, absolut der Hammer. Das ist ja so eine Mischung aus schottischen Highlands und norwegischen Fjorden. Also richtig krass.
wirklich vielversprechend für die nächsten 3 Tage. Ja, die ersten Eindrücke der Färöerinseln haben mich nicht enttäuscht. Schon lange träume ich davon, hier mit meinem Bike entlang zu cruisen. Hier oben gibt es noch eine Einsamkeit und Ursprünglichkeit, wie man sie auf der Welt nur noch selten findet. Eingebettet in dramatische Landschaften, umgeben vom wilden Ozean. Während man sich hier mit dem Bike an sattgrünen Hängen entlang schlängelt, strömt die unglaublich klare und saubere Atlantikluft in den Helm. Und wer nordische Länder so liebt wie ich, der ist hier goldrichtig. So, ich mache hier eine kleine Wanderung an dem See hier. Das ist der See über dem Meer. Klasse Fotomotiv. Und muss man jetzt hier so eine kleine Wanderung machen von 2 Kilometer. Aber es rentiert sich. Schaut schon richtig mächtig aus da vorne. Der Sørvágsfjørður ist mit 6 Kilometern Länge der größte See auf den Färöern. An seinem Ende entwässert er über den 30 Meter hohen Wasserfall Bøstulafossur in den Atlantik. Absolut spektakulär die steilen Meeresklippen und Felsformationen hier oben. Dank dieser Ansicht, wo es so aussieht, als würde der See über dem Meer schweben, ist der Sørvágsfjørður weltberühmt geworden. Ein wirklich atemberaubender Ort. Fast komplett alleine beobachte ich hier oben die abertausenden Meeresvögel, die hier mit wilden Flugmanövern beeindrucken. So, weiter geht's. Die Insel Vágar hat noch einige weitere Highlights zu bieten. Eins davon ist die Aussicht über traditionell bedeckte Hausdächer rüber zur Felsformation Drangarnir. Nur ein paar Kilometer weiter kommt man auf eines der größten Sehenswürdigkeiten der Färöer, den Múlafossur. Der 30 Meter hohe Wasserfall, der vom tosenden Atlantikwind regelrecht zerstäubt wurde, war schon sehr spektakulär. Aber eine Sache hat mich hier oben noch mehr von den Socken gehauen. Es war diese kleine Gruppe Puffins, denen ich nach einer kleinen Kletterpartie schon fast zum Greifen nahe war. Die extrem seltenen Vögel gibt es nur in den nördlichen Atlantikregionen. Und auch hier oben muss man extremes Glück haben, welche aus der Nähe beobachten zu können. Und der Múlafossur im Hintergrund toppt natürlich noch alles. Ich würde sogar sagen, das war mein spektakulärster Moment auf den Färöern. Bei leichtem Nieselregen und 8 Grad geht es weiter zur Ortschaft Festamanna auf Streymoy. Von hier gibt es 2 kleine Offroad-Strecken zu jeweils einem Stausee hoch. Die schmalen Straßen sind auf keiner Landkarte verzeichnet, doch ich habe sie euch natürlich in die GPX-Tracks mit verlinkt. Von hier oben hat man traumhafte Aussichten und kann absolute Einsamkeit genießen. Vorausgesetzt, man hat besseres Wetter und ist nicht schon halb auf dem Motorrad steif gefroren. Man glaubt es kaum, aber richtige Offroad-Strecken findet man auf den Färöern nicht wirklich. Denn egal wie klein das Dorf am Ende einer Straße ist, sie ist perfekt geteert. Es ist bereits 20 Uhr, als ich auf dem höchsten Pass der Färöer den Berg Slættatindur passiere. Er ist mit über 880 Metern der höchste der Inselgruppe. Die Straße endet am niedlichen Ort Jökf, wo ich mein Zelt aufschlage. So, ich habe wieder so einen kleinen Campingplatz gefunden. Da werde ich jetzt mal mein Zelt aufbauen. Direkt am Meer. Also zum Wohle. So endet gut gelaunt der erste Tag auf den Färöerinseln im warmen Schlafsack. Am nächsten Morgen hat der Regen Gott sei Dank nachgelassen. Jo, spartanischeren Campingplatz gibt es vermutlich nicht. Aber hier auf den Färöern kann man froh sein, wenn man überhaupt was findet. Also wie man sieht, ich bin da hinten auch ziemlich Mutterseelen alleine. Zum Frühstück gibt es heute so ein Militärmüsli. Habe ich von den Dänen geschenkt bekommen auf dem Boot. Auch ein Motorradfahrer. Hat mir 3 Tüten mitgegeben. Vermutlich, weil es total scheiße schmeckt. Aber besser als nichts. Auch wenn der Campingplatz in Gjörg nicht wirklich punkten kann, so ist die Landschaft außen herum umso spektakulärer.
So, der verträumte Ort Gjögfjör ist berühmt für seinen natürlichen Hafen, der hier so reingeht. Schaut richtig cool aus. Und ganz klein da hinten kann man mein Zelt sehen. So, heute lasse ich den Tag mal gemütlich starten. Und so baue ich meinen Lagerplatz erst gegen mittags ab. Als die Färöerinseln mich mal wieder mit Sonne verwöhnten, springe ich aufs Motorrad und starte Tag 2 in dieser sagenhaften Kulisse mit Vollgas. An Gjögf fand ich nicht nur den Ort traumhaft schön, sondern auch die Straße dorthin war ein echtes Highlight. Sie ist wie die meisten Straßen auf den Färöern jedoch eine Sackgasse und so komme ich in den Genuss, sie zweimal zu fahren. Durch die vielen Sackgassen schaffe ich an den 3 Tagen auch 500 Kilometer auf den Färöern. Ohne Wegdoppler wären das bestimmt nur halb so viel gewesen. Und so befinde ich mich auch schon wieder auf der nächsten wunderschönen Sackgasse. Es ist die absolut traumhaft gelegene Straße nach Saxon. Der 10-Einwohner-Ort Saxon ist vor allem bekannt durch seinen schönen Sandstrand und die mit Gras bedeckte Kapelle. Wer Lust und Zeit hat, kann durch die Lagune auch bis zum offenen Meer hinauswandern. Ich entscheide mich aber bei diesem färöischen Traumwetter weiter auf dem Asphalt diese wunderbaren Inseln zu erkunden. Jo, mal kurzes Update zu den Färöern. Was soll ich sagen? Sonne scheint. Es ist mega geil hier, die Landschaft. Ja, keine Ahnung, wie so schottische Highlands. Bisschen was von Norwegen mit die Fjorde so und ja, vielleicht teilweise auch wie in den Alpen über der Baumgrenze. Also ganz klare Empfehlung, wer nach Island fährt, hier 3-tägiger Zwischenstopp ist Pflicht. Das ist hier der absolute Hammer. Gut zugegeben, so viel Glück wird man hier oben nicht immer mit dem Wetter haben. Aber das macht für mich gerade den Reiz und die Spannung der nordischen Länder aus. Ja, das trennt die Motorradfahrer Spreu vom Weizen. Aber ich muss sagen, ich habe es noch nie bereut, in ein nordisches Land mit dem Motorrad gefahren zu sein. Sogar ganz im Gegenteil, die Top 3 meiner besten Motorradreisen waren alle im hohen Norden. Nenn ich mal Kochen mit Aussicht. Das ist halt der Vorteil, wenn man alles auf dem Motorrad dabei hat. Dann kann man sich halt auch mal an so einem schönen Ort hier was zum Essen kochen. Restaurants findet man auf den Färöerinseln nämlich sowieso nicht, also ist Selbstverpflegung angesagt. Mit bester Laune cruise ich noch ein bisschen durch die Gegend, bevor ich wieder auf dem Campingplatz in Torshavn lande. So, meine Tour für heute ist gerockt. Bin jetzt wieder in Torshavn auf dem Campingplatz gelandet. Ich wollte eigentlich auf einen anderen Campingplatz. Gute 25 Kilometer weiter weg, aber der war sowas von grottig. Da dachte ich mir, nee, fahr ich hier wieder her, weil der hat mir echt gut gefallen, also mit Abstand der beste bis jetzt auf die Färöer. Aber für heute ist auf jeden Fall Feierabend, also Prost! So, die letzte Nacht auf den Färöern ist vorbei. Hab mega gut gepennt im Zelt. Gestern noch bis 12 Uhr am Meer gesessen und ein paar Bier getrunken. Zum Abschluss so. Ja, ansonsten, wie schon erwähnt, die Färöerinseln richtig, richtig schön landschaftlich. Auf jeden Fall, wenn man nach Island fährt, die 3 Tage Zwischenstopp hier zu 100% lohnenswert. Aber die 3 Tage reichen auch. Also, das ist hier wirklich extrem klein. Ich hätte es mir auch größer vorgestellt. In 3 Tagen waren wir wirklich überall und es wiederholt sich dann auch das Landschaftsbild eigentlich permanent. Und deswegen freue ich mich jetzt heute auf die Weiterfahrt nach Island. Yeah! So, das Zelt ist abgebaut. Auf zur letzten Tour hier auf Färöer. Ich fahre jetzt quasi nochmal in den Norden. Und es ist tatsächlich so der weitest entfernteste Punkt hier von Torshavn, also ganz im Norden. Ist gerade mal 60 Kilometer weg. Also so viel zur Größe der Färöerinseln.
Bei meinem nächsten Aufenthalt hier würde ich mein Zelt einfach in Torshavn auf dem Campingplatz stehen lassen und von dort aus die Färöer in Tagestouren entdecken. Meine letzte Etappe hier führt mich zu den Nordinseln. Hier ist es nochmal ein ganzes Stück einsamer und rauer als im Süden der Färöerinseln. Einstig im Ort Klaksvík findet man hier nennenswert Zivilisation. Der 5.500 Einwohnerort ist die zweitgrößte Stadt der Färöer und das Zentrum der Nordinseln. Am Ende aller Teerwege kommt man auf der Insel Feedoy raus. So, ich bin jetzt hier fast am nördlichsten Punkt von den Färöern angekommen. Man kann es kaum glauben, aber hier ist doch noch ein bisschen wilder und unberührter die Natur. Der nördlichste Punkt der Färöer befindet sich ebenfalls auf Feedoy. Es ist das Kap Enniberg. Hier fällt über 750 Meter eine senkrechte Klippe ins Meer. Sie ist die höchste senkrechte Klippe Europas. Um dorthin zu gelangen, müsste man allerdings eine stundenlange Wanderung unternehmen. Da heute um 16 Uhr allerdings die Norröna wieder auf mich wartet, mache ich mich auf dem schnellsten Weg zurück nach Tórshavn. In 2 Stunden geht die Fähre weiter nach Island. Hier ist immer noch schön sonnig, also richtig Glück gehabt mit dem Wetter für die Tour jetzt auf Färöer. Und die Vorhersage für Island ist auch nicht schlecht. Aber schauen wir mal, kann sich ja noch ändern. Auf jeden Fall bin ich jetzt echt mega gespannt auf Island und lass die Färöer hier mit Sonnenschein hinter mir. Ja, und am späten Nachmittag ist es dann auch soweit. Die Norröna läuft im Hafen ein und ich fahre mit den beiden altbekannten Bikern wieder aufs Schiff. Die Weiterfahrt nach Island dauert 15 Stunden. Willkommen in Island. Ich habe hier auf der Fähre gestern Abend noch eine ziemlich derbe Party gefeiert mit ein paar Isländer und Schweizer. War echt ganz cool. Jetzt haben wir es 8 Uhr morgen und wir kommen in Island an. Was für ein hammermäßiges Gefühl. Nach 6 Tagen on Tour taucht am Horizont die größte Vulkaninsel der Erde auf. Voller Spannung und Vorfreude verlasse ich die Norröna in Seyðisfjörður. Der 700 Einwohnerort beherbergt den einzigsten Hafen, der Island mit dem europäischen Festland verbindet. Nach ungefähr 30 Kilometer über die Hochebene von Fjarðarheiði komme ich auf die Ringstraße. Die Ringstraße, auch Nationalstraße Nummer 1 genannt, ist eine 1332 Kilometer lange, durchwegs geteerte Straße einmal rund um Island. Die Befahrung ist komplett kostenlos und es herrscht seit 1968 auch Rechtsverkehr. Die Umfahrung Islands auf der Ringstraße ist einer der beliebtesten Roadtrips der Welt. Hier bekommt man einen umfassenden Eindruck der enormen Vielfalt dieser Insel. Auf meiner Tour verlasse ich die Ringstraße jedoch immer wieder für ein paar ganz besondere Highlights, wie hier auf dem Weg zum Dettifoss. Ja, ich bin jetzt seit 2 Stunden in Island. Und was soll ich sagen? Mich haut's von den Socken. Also hier schaut's echt übelst krass aus überall. So, da vorne, wo es dampft, ist der Dettifoss, stärkster Wasserfall von Europa. Da laufe ich jetzt dann gleich hin, aber vorher gibt's noch eine Stärkung. Ja, zum Dettifoss muss man 1 Kilometer laufen. Was aber nicht schlimm ist, weil es hier durch so ein altes Lavafeld geht. Und es ist echt spannend, was hier alles so rumliegt auf dem Boden. Also es schaut aus wie, keine Ahnung, was wie Mondlandschaft. Der absolut spektakuläre Dettifoss ist gemessen an Volumen und Fallhöhe der leistungsstärkste Wasserfall Europas. Pro Sekunde stürzen sich hier 200.000 Liter graubraune Wassermassen in die 44 Meter tiefe Schlucht. Das erzeugt eine Leistung von 85 Megawatt. Und somit liegt der Dettifoss kurz vor dem Rheinfall in der Schweiz. Der Dettifoss gehört zum Fluss Jökulsá auf Jölum. Dieser ist mit über 200 Kilometer Länge der zweitlängste Fluss Islands. Und er entwässert den größten Gletscher Islands, Vatnajökull. Auf seinem Weg in den Atlantischen Ozean gibt es eine Handvoll spektakulärer Wasserfälle. So befindet sich zum Beispiel nur ein paar hundert Meter vor dem Dettifoss noch der Selfoss.
Wer Lust auf Wandern hat, kann diesen auch gerne noch besichtigen. Für mich geht es allerdings wieder aufs Bike. Weiter geht's im Norden der Ringstraße immer in Richtung Westen. Hier trumpft Island mal wieder mit sagenhafter Landschaft. Man fährt hier entlang moosbewachsener alter Lavafelder. Als die Formen und Farben der Landschaft hier immer noch spektakulärer werden, ist eins klar, man bewegt sich direkt auf das Geothermalgebiet von Mývatn zu. Und eins ist versprochen, spätestens hier haut es jeden Island-Besucher von den Socken. Solche Geothermalgebiete gibt es auf der Welt nur sehr selten, doch in Island findet man immer wieder welche. Das bei Mývatn zählt zu den größten und spektakulärsten. Und das Beste ist, dieses absolut krasse Naturphänomen liegt fast direkt an der Ringstraße. Mývatn heißt frei übersetzt übrigens Mückenwasser und der Name ist hier auch eindeutig Programm. Für ein mückenfreies Bild muss man vorher schon ordentlich mit der Käppi wedeln. Also sowas krasses wie hier habe ich noch nicht gesehen. Wie es da überall rausdampft und so. Nach Schwefel stinkt so nach faule Eier. Oh Mann, also ein richtig krasser Fleck hier. Also das ist mit Abstand das krasseste, was ich je gesehen habe. Vor allem das hier direkt an der Straße. Einzigster Nachteil, man sieht es auf den Videos, hier sind 1 Milliarde Mücken. Die fressen einfach auf. Deswegen bin ich hier auch so vermummt. Ey, zu krass. Der ganze Berg hier glüht. Da dampft es aus alle Löcher, ey. Also ich glaube, sowas Cooles gibt es nur in Island. Also ich bin hier absolut begeistert gerade. Ich glaube nicht, dass das irgendein anderes Land in Europa noch toppen kann. Allein was ich heute schon gesehen habe. Abnormal. Krass. Die Landschaftsbilder, die sich da laufend abwechseln, dann die krassen Wasserfälle, jetzt hier so dampfende Felder. Absolut cool. Der offizielle Name dieses Hochtemperaturgebietes ist übrigens Naumaskars. Und es ist Teil des 100 auf 10 Kilometer großen Krafla Vulkansystems. Dessen letzte Ausbruchsserie war von 1975 bis 1984. Doch wie man an den brodelnden Pfützen und dampfenden Feldern erkennen kann, glüht es hier immer noch unter der Erde. Nirgendwo auf der Welt kann aktiver Vulkanismus so spektakulär beobachtet werden wie hier in Island. Denn zwei auseinanderdriftende Kontinentalplatten und eine riesige unterirdische Magmakammer haben hier über 30 aktive Vulkansysteme geschaffen. Und diese machen Island absolut einzigartig und spektakulär. Was für ein hammermäßiges Gefühl, mit dem Motorrad durch das geologische Feuergebiet zu cruisen. Am Bjarnaflak Geothermalkraftwerk ist die Kraft der Erde hier schon fast beängstigend. An so einem Bohrloch hier strömen mit ohrenbetäubendem Lärm Unmengen an Dampf aus der Erde. An diesem unwirklichen und absolut krassen Ort entstand auch mein Titelbild. So, es ist an der Zeit, das Gebiet rund um den See Mývatn hinter mir zu lassen. Übrigens keine Angst wegen der Mückenplage am Mývatn. Es handelt sich hauptsächlich um harmlose Zuckmücken, die nicht einmal stechen können. Und im restlichen Island gibt es eher weniger Mücken als in Deutschland. So, weiter geht es auf der Ringstraße bei traumhafter Landschaft und einem mystisch verhangenen Wolkenhimmel. Und plötzlich, als ob es in Island nichts Normaleres gäbe, taucht direkt am Straßenrand der spektakuläre Gosafoss auf. In den meisten anderen Ländern der Welt wäre ein solches Naturspektakel schon längst eingezäunt und man müsste Eintritt bezahlen, um dorthin zu gelangen. Das ist in Island anders. Egal wie phänomenal die Naturhighlights hier aussehen, es wird nie Eintritt verlangt und man kann sich immer frei bewegen. Und so ist auch der 11 Meter hohe Gosafoss einfach da und man könnte quasi direkt hineinspazieren. Es ist bereits spät am Abend, als ich die Hauptstadt des Nordens, Akureyri, erreiche. Hier suche ich mir einen Campingplatz. So, die Tour für heute ist fertig. Ich baue jetzt hier gleich mein Zelt auf und koche mir mal wieder Nudeln. Ich kann keine Nudeln mehr sehen. Ja, wir haben einen ganz schicken Campingplatz gefunden. Der ist riesig und leer. Also dann Prost auf den ersten erfolgreichen Tag in Island. Es war mega, mega geil
Und es waren noch nicht mal die dicken Highlights drauf heute. Da kommt noch einiges, da kommen noch Gletscher, Offroad-Fahren, noch fettere Wasserfälle, Diamond Beach, Black Sand Beach und so weiter. Also wird richtig, richtig cool hier. Bin jetzt schon verliebt in Island. Also der Tag heute, eine 1 mit Stern. Und so verbringe ich den ersten Abend bei einstelligen Temperaturen alleine mit meinem Bike und meinem Zelt. So, die erste Nacht auf Island ist vorbei, ganz gut gepennt, hat so 7-8 Grad in der Nacht, zum Morgen um die 10. Mir schon mal einen Kaffee gekocht und werde dann auch schon bald wieder abbrechen. Ja, ich muss ja, um meine geplante Route zu schaffen, im Durchschnitt 250 Kilometer am Tag fahren. Gestern bin ich bis hier 350 Kilometer gefahren, das heißt, ich habe schon mal 100 Kilometer Vorsprung für heute. So, mein Zelt ist abgebaut. Bin hier übrigens im Ort Akureyri und der ist auch zugleich der nördlichste Ort meiner Tour. Das heißt, ab jetzt geht es schon wieder erstmal leicht Richtung Süden und dann fahre ich ja durchs Hochland, also Offroad, auf dem direkten Weg nach Süden. Ja, an der Südküste von Island sind noch die größten Highlights dann auch geplant und hier im Norden. Also mein Campingplatz hier jetzt, der ist so ziemlich genau auf 65,5 Grad Nord, was quasi ein Breitengrad unterhalb vom Polarkreis ist, der auf 66,5 ungefähr sich befindet. Das heißt, ich bin hier ganz knapp unter dem Polarkreis, ungefähr 100 Kilometer Luftlinie. Aber jetzt im August haben wir ganz normale Tages-Nachtzeiten, wie man es auch in Deutschland gewohnt ist. Weil die Sonnenwende ja doch schon eine Weile her ist. Jetzt habe ich noch 100 Kilometer an der Nordküste entlang. Werde dann noch Proviant besorgen und dann geht's ab ins Hochland. Da bin ich mal mega gespannt, was da so abgeht. Ist ja quasi Niemandsland. Das eigentliche Island berührt übrigens den nördlichen Polarkreis nicht. Doch es gibt eine kleine Insel namens Grímsey mit 103 Einwohnern, die sich auf dem Polarkreis befindet. Ich fahre weiter auf dem nördlichen Teil der Ringstraße. Trotz teilweise tiefhängender Wolken fand ich die 100 Kilometer nach Akureyri den landschaftlich schönsten Teil der Ringstraße. Hier sind zwar nicht wirklich bekannte Highlights, doch die Straßenführung entlang von kahlen Bergen, tiefen Tälern und wilden Flüssen hat mir sehr gut gefallen. Also Island ist so faszinierend, Wahnsinn. Also wenn man ein bisschen offenes Auge hat auf der Ringstraße, mal links und rechts ein bisschen guckt, da kommen immer wieder so krasse Sachen zum Vorschein. Hier sind jetzt zwei so Schluchten, ne? Schaut mega cool aus. Aber hat jetzt hier nicht mal irgendwie einen Namen oder ist jetzt eine besondere Sehenswürdigkeit. Einfach nur die Landschaft, die einen hier echt von den Socken haut. Jetzt geht es dann gleich in die Highlands. Ich bin nochmal Proviant aufgefüllt, Motorrad nochmal getankt. Werde jetzt hier noch kurz was essen. Und ja, wie gesagt, in die Highlands muss man alles mit reinnehmen, weil dort gibt es nichts zu kaufen. Bier habe ich leider nicht bekommen. Der nächste Laden, der Bier verkauft, wäre noch 25 Kilometer weg, also 50 Kilometer Umweg hin und zurück. Aber in den normalen Supermärkten verkaufen sie so ein Kinderbier mit 2,2%. Muss man halt dann ein paar mehr mitnehmen. Und so verlasse ich die Ringstraße hier im Norden, um auf der F35 in Richtung Süden zu fahren. Der Teer endet hier auch ziemlich bald und man bewegt sich die nächsten 200 Kilometer auf Schotterpisten. Und wer die Einsamkeit sucht, der findet sie hier im Hochland definitiv. Denn außer ein paar Schafen trifft man hier nicht wirklich jemand. Der erste Teil der F35 befährt sich relativ gut. Der Untergrund ist fest und es geht permanent geradeaus. Hier sind bis zu 100 km/h kein Problem. So, kurzes Update von der F35. Landschaftlich mal wieder absolut spektakulär. Also jetzt tauchen hier am Horizont die Gletscher auf.
Und so in 20 Kilometer kommt wieder so ein geothermales Gebiet. Da will ich übernachten heute. So, hier hinten sieht man Gletscher schon am Horizont da. Der Berg ist komplett vergletschert. Hier kommen auch drei so Gletscherzungen raus. Und hier mein Bike einsam in der Prärie. Ja, viele sagen ja zu Island, the land of fire and ice. Also das Land von Feuer und Eis. Und das trifft jetzt hier dann auf jeden Fall beides aufeinander. Also da vorne sind wieder heiße Quellen und direkt in Sichtweite sind Riesengletscher. Auf der F35 war definitiv ein Highlight meiner Island-Tour und hat mir einen Heidenspaß gemacht. Sie ist übrigens eine der vier Hauptstraßen im isländischen Hochland und hört auf den Namen Kjalvegur. Und wer ein Adventure-Bike hat, dem kann ich diese Straße nur empfehlen. Flussquerungen sind hier übrigens nicht zu meistern. Ziemlich in der Mitte der fast 200 Kilometer langen Straße kommt man an das Geothermalgebiet Hveravellir. Schon wieder mega krass. Ich bin jetzt hier an diesem Geothermalgebiet. Hier kann man campen auf so einer Wiese. Der Fluss, der da hinten rausläuft, ist pudelwarm. Und hier hinten sind lauter so dampfende Felder und warme Pfützen. Da kann man auch baden. Ja, auf der anderen Seite hier ist alles voll Gletscher. Ja, ich baue jetzt hier mein Zelt auf. Ja, dann auf den guten Schlafplatz, hätte ich gesagt. Im Warmen. Mein bestes Camp ever am heißen Fluss in Island. Und jetzt gehe ich dann gleich da hoch baden, aber vorher koche ich mir noch was. Jo, draußen hat es gerade ein bisschen angefangen zu regnen. Wird aber nicht viel runterkommen. Ich denke, das hört gleich wieder auf. Jetzt mal die Gunst der Stunde, um mir was zu kochen. Da gerade Reis geschenkt bekommen. Tomatensoße und keine Ahnung, was das ist. Nach der kleinen Stärkung schicke ich erstmal meine Drohne vor, um das Geothermalgebiet aus der Luft zu begutachten. Wie auch schon in Mühlwatten findet man hier wieder heiße Quellen und Fumarolen. Zusätzlich gibt es hier noch Sinterterrassen und einen Hotpot, in dem man baden kann. Wie in allen Geothermalgebieten versprüht der austretende Schwefelwasserstoff hier den Geruch von faulen Eiern. So, es wird Zeit, das vulkanisch aktive Gebiet zu Fuß zu erkunden. Obwohl es an diesem Tag im Hochland nur 7-8 Grad hatte, war es hier in Hveravellir deutlich wärmer. Der glühende Boden hier sorgte in der ganzen Umgebung für angenehm warme Temperaturen. In dieser absolut surrealen Gegend mache ich mich auf einen kleinen Spaziergang. Hey, das ist so krass, was es hier zum Entdecken gibt. Ich laufe hier gerade so ein bisschen weg von meinem Camp in das Lavafeld rein, in das alte. Und da war jetzt hier so ein Fleck mit roter Erde, relativ unscheinbar. Aber hier die hellen Flecken, wenn man die anfasst, die sind kochend heiß. Dann stößt man immer wieder auf so coole Sachen, wie hier so eine dampfende Höhle. Wahnsinn. Ich wünschte, ich hätte einen Geologen dabei, der hier das alles erklären kann. So unglaublich schön hier. Also immer so ein Ding, was die Erde aufgerissen hat. Und hier drüben sind schöne Gletscherzungen. Also ich bin jetzt seit 3 Stunden hier. Ich will eigentlich nur in den Hotpot, aber ich komme einfach nicht dazu. Es gibt hier so viel zum Entdecken, das ist echt abnormal.
Aber ich glaube, jetzt habe ich es dann. Jetzt geht's ab ins Bad. So lässt sich's aushalten. Also das ist ja echt der krasseste Campingplatz, auf dem ich jemals war. War jetzt 3 Stunden lang im Hotpot gesessen. Einfach abnormal krass hier mitten im Nirgendwo im isländischen Hochland. Also hier muss man herkommen, wenn man in Island ist. Absolut cool. So, die Nacht ist vorbei. Wir haben ungefähr 3-4 Grad. Jetzt in der Früh 6 Grad. Also das Camp hier mit Abstand der geilste Platz, an dem ich je übernachtet habe. Und die Aussicht hier absolut krass. Da hinter mir ein unendlich weites Lavafeld, wo man laufen kann und noch ganz viele andere Sachen entdecken kann. Schafe springen überall rum. Einfach richtig cool. Noch voll entspannt vom warmen Bad baue ich hier mein Zelt ab und werfe noch einen letzten Blick aufs Lavafeld, bevor ich mich aufs Motorrad schwinge. Auf direktem Weg geht es wieder zurück auf die F35. Der südliche Teil der Hochlandstraße hat deutlich gröberen Untergrund und man kommt hier nicht mehr so schnell voran wie auf der nördlichen Hälfte. Mit gut 40.000 Quadratkilometer gehört das isländische Hochland zu den größten unbewohnten Gebieten Europas. Und das gibt irgendwie den extra Kick beim Biken. Für mich waren die Fahrten durch das abgeschiedene Hochland mit Abstand die besten Touren auf Island. Wir hatten Mitte August und Ende August sind die Hochlandpisten oft schon wegen Schnee gesperrt. Deshalb habe ich hier auch nur noch sehr wenige andere Verkehrsteilnehmer getroffen. Also die F35 hier in südliche Richtung ist eine ganz andere Nummer wie gestern die nördliche Hälfte. Hier ist richtig zäher Belag teilweise. Also auf jeden Fall nur noch mit Enduros machbar. Und kleiner Tipp von mir. Nur mit vernünftigen Unterbodenschutz, sonst seid ihr am Arsch. Also der hier ist absolut lebenswichtig. Aber ansonsten mega krass hier. Ist einfach hier so, keine Ahnung, Lava-Wüste, wächst kaum was. Alles ziemlich unwirklich. Aber die Leute hier helfen sich gegenseitig. Ich habe vorhin auch 2 Italiener geholfen, den Reifen zu wechseln. Die wussten nicht, wie es geht. Wenn ich hier anhalte zum Foto machen oder so und da kommt jemand, die fragen auch immer gleich, ist alles okay und so. Also ist echt cool hier oben. Eine klitzekleine Wasserdurchfahrt steht auf der F35 dann doch noch an, aber diese ist problemlos zu bewältigen und kein Vergleich zu dem, was in den nächsten Tagen noch kommt. Bei dem Straßensystem in Island ist es übrigens so, wenn ein F vor der Straßennummer steht, dann darf diese nur mit einem geländegängigen Fahrzeug befahren werden. Andere Fahrzeuge sind auf diesen Straßen nicht versichert. Auch Mietautos dürfen hierher nicht bewegt werden. Die F35 ist hier aber eine von 2 Ausnahmen. Haben die F-Straßen eine 3-stellige Nummer, kann es schon mal ziemlich grob werden und man kommt selbst mit einem Adventure-Bike nicht mehr weiter. So ging es mir zum Beispiel auf der F336, die zum zweitgrößten Gletscher Islands führt, dem Langjökull. So, rein theoretisch könnte man hier bis zum Gletscher fahren, aber die Straße wird zu schlecht, ich breche jetzt hier ab. Das hat keinen Wert, nicht dass die Karre umfällt oder irgendein Stein mir was kaputt schlägt. Also das hier soll dann quasi die Straße sein, die geht da hier auf den Gletscher weiter, da kann man so Adventure Tours machen. Aber ich breche jetzt hier ab, das ist zu grob. Der zweitgrößte Gletscher Islands hat eine Fläche von 953 Quadratkilometer und ist bis zu 580 Meter dick. Er erreicht eine Höhe von 1450 Meter über dem Meeresspiegel. So, nach 1,5 Tagen auf Schotterpisten komme ich wieder auf Asphalt. Noch knapp 10 Kilometer auf dem Asphalt und man kommt am Gullfoss raus.
Der Gullfoss mit seinen beiden rechtwinklig zueinander stehenden Kaskaden ist optisch eine echte Wucht. Mit 32 Meter Fallhöhe ist er zwar nicht der höchste Wasserfall Islands, aber dennoch einer der schönsten. Das ist leider auch der Grund dafür, dass hier die ganzen Tourimassen mit Reisebussen angeströmt werden. Das ist auch 10 Kilometer weiter am großen Geysir nicht anders. So, hier jagt ein Highlight das nächste. Gerade noch beim Wasserfall gewesen. 9 Kilometer später hier schon wieder am Geothermalgebiet mit dem größten Geysir von Island. Der sogenannte Strokko hier ist zwar nicht der größte Geysir hier, aber er bricht regelmäßig alle 3 bis 4 Minuten aus. Dabei spuckt er die Wassermassen bis zu 35 Meter hoch. Ich verlasse den touristisch überlaufenden Golden Circle und fahre Richtung Reykjavik Halbinsel. Bei trübem Wetter und Nieselregen kann ich diese absolut geniale Landschaft hier leider nicht richtig einfangen. Doch dafür wartet in der Nähe der Ortschaft Grindavik das größte Highlight meiner Islandreise. So, kurzes Update, ich bin jetzt 2 Stunden durch den Regen gefahren. Habe hier jetzt mein Zelt aufgebaut, ungefähr 5 Kilometer weg von dem aktiven Vulkan hier. Und zu dem werde ich jetzt hinfahren und hochlaufen. Ich hoffe, man sieht Lava. Es schüttet aus Eimern. Aber ich sehe schon die heiße Lava fließen. Und da muss ich jetzt hin. Richtig, richtig krass, ey. Und da unten sind schon erstarrte Lavafelder, die auch noch kochend heiß sind. Da verdampft der Regen gerade so drauf. Richtig krass. Jetzt müssen wir erst auf den Berg hoch. Da sollen wir dann einen aktiven Vulkan sehen. Und dann gehe ich mal runter zu den Lavafeldern. So, mein Problem aktuell ist, dass ich am wahrscheinlich krassesten Ort von Island stehe. Da vorne der Vulkan geht ab wie Hölle. Aber ich kann keine Fotos machen. Mit meiner Spiegelreflex nicht, mit der Drohne schon zweimal nicht. Weil es regnet wie Sau. Kalte Lavafelder. Die beste Idee war definitiv, zuerst das Zelt aufzubauen und jetzt hier hochzukommen. Jetzt habe ich richtig schön viel Zeit, hier bis ans Ende von dem Lavafeld zu laufen. Und ich habe keine lästige Motorradkombi an, weil der Weg ist doch recht weit und mit Motorradkombi wird es echt anstrengend. Aber jetzt wird es dann hier so richtig krass. Ich stehe schon fast nur noch 5 Meter weg von der glühenden Lava. Also, unbeschreiblich, sage ich mal. Ich glaube, das ist die beste Tour in meinem Leben, was hier alles abgeht. Ich stehe hier an glühender Lava. Fuck. Also das ist mit Abstand das krasseste, was ich je gesehen habe. Da hinten der aktive Vulkan. Ich stehe hier auf so einem Berg, Mutterseen allein. Der Wind pfeift, es pisst wie Sau und da hinten geht der Vulkan ab, hey.
Ein beeindruckenderes Naturschauspiel als den Ausbruch des Fagradalsfjall habe ich noch nie gesehen. Seit dem 19. März 2021 um 21.40 Uhr Ortszeit brodelt hier bis zu 1200 Grad heiße Lava aus dem Vulkan. Damals drang nach einer winzig kleinen Spalteneruption flüssige Magma des Vulkansystems Krüsuvik an die Oberfläche. Bei den Bildern hier denkt man, der Vulkan spuckt hier pausenlos Lava, doch das ist bei weitem nicht so. Ich hatte megamäßiges Glück, hier zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu stehen. Denn als ich auf Island war, war der Vulkan nur 3 Stunden pro Tag aktiv. Und genau in diesen 3 Stunden war ich hier oben und am Schluss der glühenden Lava zum Greifen nahe. Direkt an der glühenden Lava. Zu hart. Wie im restlichen Island war natürlich auch hier oben nichts abgesperrt und es waren keine Aufpasser da. So konnten eine Handvoll anderer Abenteurer und ich uns hier auf den kalten Lavafeldern bewegen und den Vulkanismus hautnah erleben. Als es gegen 23 Uhr komplett dunkel war, erleuchtete der Vulkan den Himmel über Island im glühenden Rot. Faszinierender wie hier habe ich die Natur noch nie erlebt. Bei 6 Grad, Sturm und Regen marschiere ich zurück zu meinem Lagerplatz. So, ich bin zurück im Hotel. Wie immer 5 Sterne all inklusiv. Und der Vulkan war mega krass, aber es hört leider einfach nicht auf zu regnen. Und jetzt haben wir 12:30 Uhr in der Nacht. Aber noch ein riesen Kohldampf. Deswegen wird jetzt hier kurzerhand noch im Zelt was zum Essen gekocht. Heute gibt's Carbonara. So, guten Morgen. Es pisst immer noch. Mein Equipment ist ziemlich durchnässt mittlerweile. Aber nichtsdestotrotz geht es natürlich weiter. So, es hat kurz aufgehört zum Regnen. Ich baue jetzt hier mein Camp ab. Und ich habe jetzt für 50 Euro heute in Vik Umirdal so ein Hostel gemietet. Der Preis ist sehr okay und dann kann ich mal mein ganzes Equipment ein bisschen trocknen. Es leidet langsam. Ja, wirklich schade, dass mein Aufenthalt hier auf der Reykjavik-Halbinsel so verregnet war, denn die Landschaft hier ist wirklich genial. Natürlich mache ich hier auch noch einen kleinen Abstecher nach Reykjavik. In der 130.000 Mann starken Hauptstadt Islands interessiert mich allerdings nur eine Sehenswürdigkeit. Es ist die 74 Meter hohe Hallgrímskirkja. Ein Bild von mir mit dem Motorrad vor dem zweithöchsten Gebäude Islands ist Pflicht. Danach geht es auch schon wieder raus aus der Großstadt und rein in die Natur. Die nächsten 100 Kilometer im südlichen Teil der Ringstraße waren ziemlich flach und langweilig. Doch wenn man diese hinter sich gebracht hat, zeigt sich Island wieder von seiner vollen Schönheit. Hier trifft man auf den 66 Meter hohen Seljalandsfoss. Mega krasser Wasserfall. Geil. Krasser Wasserfall. 60 Meter hoch. Gut, dass ich meine wasserdichte Regenkombi anhab. So kann ich direkt in der Gischt des Wasserfalls stehen. Die Besonderheit des Seljalandsfoss ist, dass man hinter ihm durchlaufen kann. So kann man durch den Wasserschleier auf das Land draußen blicken. Das war schon ziemlich cool und deswegen fand ich auch, dass der Seljalandsfoss der schönste Wasserfall auf meiner Tour war. Weiter geht's an der wolkenverhangenen Südküste immer weiter in Richtung Osten. Übrigens noch ein kleiner Hinweis, auf der Ringstraße sind maximal 90 km/h erlaubt. Entgegenkommende Polizeiautos können hier aus der Fahrt heraus lasern. Deshalb ist Vorsicht geboten, denn die isländischen Bußgelder sind mit die höchsten in Europa. Ich komme Gott sei Dank bußgeldfrei auf 60 Meter hohen Skogafoss raus. Schon der Seljalandsfoss gehört auch der Skogafoss zum absoluten Must-See in Island. Besonderheit hier ist, dass man über eine Treppe zur Oberkante des Wasserfalls laufen kann.
So sieht man hautnah, wie sich die Wassermassen der Skoga in die Tiefe stürzen. Den Skogafoss hinter mir biege ich nach 7 km von der Ringstraße links auf die 221 ab. Auf der idyllischen Straße erreicht man nach kurzer Zeit einen Wanderweg zum Söllheimer Jökull. So, ich laufe jetzt hier noch so zu einer Gletscherzunge und die Landschaft hier ist schon mal richtig verrückt. Irgendwie so alte Lavafelder mit Moos drauf und eigentlich erwartet man hier so nicht wirklich einen Gletscher, aber da liegt ein riesiger Gletscher in den Bergen und hier kann man von so einem Parkplatz aus in 10 Minuten zu der Gletscherzunge laufen. Cool hier, das Eis von Island, ist richtig krass hier, kann man direkt in den Gletscher reinlaufen, da oben ist so eine Gletscher, oh, jetzt regnet es mir in den Nacken, da hinten ist so eine Gletscherbrücke, ist richtig cool. Ups. Ja, Gletscher habe ich übermorgen auch noch ein paar auf der Tour. Also der Kontrast in Island einfach echt übelst der Hammer. Auf der einen Seite glüht die Erde, auf der anderen Seite friert alles. Und dann noch die Wasserfälle zwischendrin. Sau geil, echt. Ja, das war hier wieder mal ein Ort, wo Island es versteht, jemanden in seinen Bann zu ziehen. Ich war noch ein paar Kilometer weiter auf der Ringstraße bis zur Ortschaft Vík Imurdas. Dort hatte ich heute Morgen ein Hostel gemietet. Also bei so einem geilen Hostel, da verzichte ich dann doch mal eine Nacht auf ein Zelt. Ja, ich muss jetzt mal meine Sachen trocknen. Komplett alle meine Lagen, die ich so anhab, tagsüber sind durchnässt. Und deswegen heute hier im Hostel mehr Bettzimmer. 12 Betten in ein Zimmer. Hat dafür aber nur 60 Euro gekostet, was in Island echt ein Schnäppchen ist, weil sonst geht es bei 150 bis 200 Euro aufwärts erst los mit Übernachtungskosten. Also auf jeden Fall hier The Barn Hostel, mega krass, volle Empfehlung. So, hier mein Bett für die Nacht. Hier können meine Sachen trocknen, endlich. Ja, 12 Bettzimmer, mega cool. Ja, ich bin gerade richtig happy, also ich schlafe echt gerne im Zelt und wollte es aber eigentlich komplett im Zelt durchziehen, aber 2 Tage hintereinander im Regen auf- und abbauen und keine Zeit irgendwo mal die Klamotten zu trocknen, das zehrt am Material. Also für mich wäre es egal, aber mittlerweile ist halt auch Kamera und Handy und alles irgendwo feucht und deswegen einfach mal trocknen. So, ich habe das gemütlich warme Hostel noch mal kurz verlassen, ne? Um hier zu dem Black Sand Beach runter zu fahren. Was soll ich sagen, es hat sich rentiert, ey. Ist der absolute Hammer hier. Hier sind so Basaltformationen, da fliegen überall diese Papageientaucher. Hier sind so krasse Felsen, ey. Der Strand Reynisfjara ist der berühmteste schwarze Sandstrand in Island und einer der bekanntesten in der ganzen Welt. Dies ist ein Ort wilder und dramatischer Schönheit, wo die donnernden Wellen des Atlantiks mit gewaltiger Kraft auf die Küste treffen. Die Felsnadeln hier sind genau wie die Basaltsäulen und der schwarze Sand vulkanischen Ursprungs. Die Formvollendung bekamen sie, wie alles in Island, durch eiszeitliche Gletscher und wildem Atlantikwetter. Leider schon ein bisschen dunkel zum Filmen, aber das ist eine mega krasse Höhle. Basaltformationen. Ha. Ey, Island ist so der Hammer. Was hier immer wieder abgeht, ey. Ey, das ist gerade so eine geile Abendstimmung hier.
Da rauschen übelst die fetten Wellen rein. Da hinten fliegen lauter Papageientaucher rum, so Puffins. Und keine Ahnung, irgendwie richtig magisch wieder. Also die Abende auf Island ist jetzt jeder richtig geil gewesen. So neigt sich ein genialer Tag und ein genialer Abend im südlichsten Ort von Island dem Ende zu. So, ich habe jetzt nochmal Proviant aufgefüllt, bevor es jetzt wieder in die Highlands geht. Ja, nochmal getankt, noch ein paar Dosen Lightbier gekauft. Ja, und jetzt geht's ab nach Landmannalaugar. Das wird auf jeden Fall die fahrtechnisch schwierigste Strecke von meiner Tour, weil da auch 4 Flussdurchfahrten mit drauf sind. Und ja, vor denen habe ich ein bisschen Bange, weil wenn die Karre ins Wasser fällt, ist natürlich der Urlaub vermutlich vorbei. Deswegen jetzt nochmal Daumen drücken für den vorletzten Abschnitt hier. Man sieht es, ich bin dick eingepackt, es regnet immer noch. Ich habe 5 Schichten an, Regenkombi, normale Motorradkombi, Regenjacke drunter nochmal, dann Thermounterwäsche und so ist es echt gemütlich warm zu fahren. Also dann macht auch der Regen nichts. Ich entferne mich von der Südküste und komme mit jedem Kilometer in besseres Wetter. So, ich stehe jetzt hier am Punkt der Entscheidung. Hier hinter mir geht die F-Straße 225 durch vulkanisches Gebiet und die hat eine Flussdurchquerung, hat ca. 25 Kilometer. Ich könnte noch ungefähr 15 Kilometer weiterfahren, dann käme die Straße 208, die auch nach Landmannalaugar führt, ohne Flussdurchquerung. Die wäre auf jeden Fall risikofreier, aber ich würde gerne die 225 fahren, weil die ist, glaube ich, landschaftlich etwas besser. Deswegen werde ich es jetzt, glaube ich, auch riskieren. Und wenn ich dann in 25 Kilometern an der Furt stehe und sehe, da komme ich nicht durch, dann drehe ich einfach um und fahre dann die 208. Zeit habe ich heute noch genug, schätzungsweise. Und so geht's los aufs Abenteuer F225. Ja, ich habe mir vor dem Urlaub ziemlich viele Gedanken wegen den Flussdurchquerungen gemacht. Denn in Island gibt es definitiv auch Straßen mit Furten, in denen mein Motorrad nicht durchkommen würde. Trotz guter Vorbereitung konnte ich von zu Hause aus natürlich nicht wissen, ob ich es auf dieser Straße schaffe oder nicht. Auch einige Leute, die ich auf dieser Strecke getroffen habe, meinten, ich soll eher umdrehen, die Furten seien zu tief für mein Bike. Doch was soll ich sagen, ich habe es trotzdem gewagt und habe es definitiv nicht bereut. Denn die Straße F225 war die beste Straße, die ich auf Island gefahren bin. Sowohl landschaftlich als auch fahrtechnisch das absolute Highlight. Geil, geil, geil. Richtig fette Piste. 225 heißt die. Ey, ich hoffe, ich komme durch die Furten durch. Mann, Mann, Mann. Ich bin echt nervös, aber die Strecke hier ist der Oberhammer, ey. Also Leute, ich habe noch nie zuvor in meinem Leben so eine geile Strecke gefahren wie die hier. Und die gehen noch ein ganzes Stück weiter, aber es ist einfach ultra krass. Die Landschaft hier ist so surreal. Hier ist so ein altes Lavafeld von diesem Hekla-Vulkan hier, der alle paar Jahre mal ausbricht. Es ist echt unglaublich. Also das macht jetzt wieder richtig Bock und hier oben ist man komplett allein und es ist irgendwie richtig warm. Ich schwitze richtig unter der Kombi, keine Ahnung. Einfach mega geile Stimmung hier. Ja, meine Fahrstrom. Hier sieht man mal so diese alten Lavafelder, die so für krasse Formationen so haben, ey. Wahnsinn. We'll be right back.
So, hier ist die erste Furt. Ich habe meinen besten Weg gerade schon gefunden. Ich fahre hier so durch. So, die erste Furt ist geschafft, doch die war noch relativ locker im Stehen zu machen. Es soll nicht lange dauern, dann werde ich nochmals richtig herausgefordert in meiner Fähigkeit, durch Wasser zu fahren. Und nein, diese kleine Pfütze war damit nicht gemeint. Solche kleineren Flussdurchquerungen kommen immer wieder vor und sind nicht mal in Landkarten eingezeichnet. Als ich durchs Gebiet des Hekla-Vulkans Landmannalaujar immer näher komme, wird die Landschaft immer noch spektakulärer. Landmannalaujar ist ein unter Naturschutz stehendes Gebiet und gilt als eines der schönsten von Island. Den Ruf verdankt es seiner zahlreichen vulkanischen Erscheinungen und den farbigen Bergen. Ich steuere hier direkt auf den Campingplatz von Landmannalaujar zu. Dass hier kurz vor dem Camp die tiefsten Furten meiner Reise sein werden, damit habe ich nicht gerechnet. Das Video hier ist von einem der dutzenden Touris, die es kaum glauben konnten, dass ich mit meinem Motorrad in die Fluten fahre. Mindestens genauso angespannt wie ich standen sie am Flussufer und beobachteten das Geschehen. Das Gejubel auf beiden Seiten war groß, als ich es geschafft habe. Also die Furten hier zum Campingplatz, die sind definitiv das Limit. Ich war knietief im Wasser gestanden, ey. Meine Stiefel sind voll, randvoll und hab's aber geschafft, Gott sei Dank. So, auf die ersten erfolgreichen Furtendurchfahrten. Ich versuche hier mal meine Stiefel zu trocknen. Bringt zwar nicht viel, weil wir werden morgen ja eh wieder nass bei den Furtendurchfahrten. Aber egal. Ey, hier schaut so krass aus. Das alte Lavafeld hier. Mit den farbigen Bergen außenrum. Also Landmannalaujar stand ganz oben auf meiner Liste. Deswegen habe ich auch alles dran gesetzt, hierher zu kommen. Und ja, was soll ich sagen, ey, das ist hier einfach nur krass. Also ich weiß nicht, ob es so eine Landschaft irgendwo noch gibt. Die Berge haben zig Rot- und Brauntöne und Gelb. Wahnsinn, ey. Das ist einfach richtig cool hier. Und das Beste, heute Abend wieder 3 Stunden Hotpot liegen. Ein absolut schönes Fleckchen Erde hier. Hinten grasen Schafe, sind so komische Baumwollpflanzen überall. Und da hinten die Bergkulisse, absolut traumhaft. Also Island hat echt immer wieder ein Highlight parat. Da meint man, jetzt hat man das Geilste gesehen. Und dann kommt man wieder an solche Orte hier. Da wird man schon irgendwie ehrfürchtig, ehrlich gesagt. Die Weite von der Wiese hier. Dann im Hintergrund diese krass farbigen Berge. Echt der Hammer, ey. Wahnsinn, ey. Die Tour hat's in sich. Ja, krass. Hier sind wieder so dampfende Felder. Da oben auch. Oh, hier ist glühend heiß. Also einen grünen Berg hatte ich bis jetzt auch noch nicht. Also super Wanderung hier, wer hierher kommen will. Die orange Route dauert circa 1 bis 1,5 Stunden und sehr gut markiert. Also sind laufende Holzposten mit orange Markierung. Kann man super schön nachlaufen und sieht hier echt krasse Sachen.
Ich lasse euch meine Bilder von der Wanderung hier mal unkommentiert genießen. Nachdem ich 2 Stunden lang diese atemberaubende Gegend erkundet habe, koche ich mir noch was zu essen, bevor es in den Hotpot geht. Nochmal eine Runde durch den Hotpot. So geil hier. Hier ist ein komplett warmer Fluss. Der kommt hier mit 38 Grad runter. Und dann kann man hier vorne im Hotpot liegen und wieder Energie tanken. Richtig geil. So, guten Morgen Leute, heute scheint die Sonne, was mir auch ganz recht ist, weil heute steht ja die 208 Richtung Süden an, mit einigen Flussdurchfahrten. In weiser Voraussicht binde ich meine Gore-Tec Innenhose mit Panzertape an meine wasserdichten Stiefel und so geht's auf ins Rennen auf die F208 in Richtung Süden mit über 15 Flussdurchquerungen. Aber ich muss sagen, wenn man den Dreh erstmal raus hat, ist es nur noch halb so schlimm. Die beste Taktik ist, schön langsam zu fahren, die Beine fest am Boden zu haben und mit ausreichend Gas und Kupplung spielen. Und hier noch ein Hinweis, wer die beiden Pfützen zum Landmanner Lauger Campingplatz bewältigt, der schafft auch die restlichen auf der 208. Denn die am Campingplatz sind die tiefsten. Gegen die meisten anderen Offroad-Fahrzeuge hier schaue ich mit meinem Motorrad trotzdem ganz schön alt aus. Ja, so langsam komme ich rein in das Furtenfahren. Ist eigentlich gar nicht so schwierig, man muss sich einfach nur mal trauen. Ich latsche mal vorher ein bisschen rein in den Fluss, also ich laufe eigentlich komplett den Weg ab, den ich dann fahren will. Ist auf jeden Fall sinnvoll, weil vom Ufer aus sieht man nicht genau, wo die Tiefen und die flachen Stellen sind. Und durch das Panzertape, wo ich mir um den Schuh gewickelt habe, komme ich auch fast trockenen Fußes durch. Das ist auf jeden Fall ein guter Trick, den hätte ich gestern schon machen sollen. Wenn man nach Landmanner Lauger will und kein geländegängiges Fahrzeug hat oder die Flussdurchfahrten nicht machen möchte, gibt es auch noch eine andere Möglichkeit. Man könnte die F208 von Norden her bis Landmanner Lauger fahren, das Fahrzeug vor den beiden Pfützen am Campingplatz abstellen und den Rest laufen. Am nächsten Tag müsste man die F208 wieder Richtung Norden zurückfahren. Auf dieser Strecke gibt es keine Flussdurchfahrten. Wer allerdings das passende Fahrzeug hat und sich traut, sollte die Strecke unbedingt fahren, wie ich es gemacht habe. Die F225 und 208 waren die besten Straßen, die ich in meinem Motorradleben je gefahren bin. So, die letzte Furt auf der 208 ist zugleich auch die längste. Aber danach ist es geschafft. Also die Straße war ein Abenteuer. Richtig krass. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe. In Zukunft kein Furtner-Anfänger mehr.
Ja, kurzes Update zu meinem Panzertape um die Gore-Tex Innenhose. Ich glaube, das hätte gut funktioniert, aber leider ist der ganze Panzertape bunt hochgerutscht. Und so ist dann trotzdem das Wasser in meine Stiefel reingekommen. Also beim nächsten Mal unbedingt auch noch irgendwie unter die Schuhe durchfixieren. Komplett einwickeln einfach. Dann wäre ich glaube hier echt trockenen Fußes durchgekommen. So, genug der Offroad-Fahrerei. Ich komme an der verregneten Südküste raus und mache mich schnell auf den Weg in Richtung Osten. Denn wie so oft in Island hängen die Regenwolken nur am südlichsten Teil der Insel fest. Deshalb lohnt sich immer ein Blick aufs Regenradar. Manchmal ist es nur ein paar Kilometer weiter schon ein komplett anderes Wetter. Die norwegische Seite yr.no liefert hier zuverlässige Daten. Im Südosten von Island gibt es nur ein Thema. Den größten Gletscher des Landes, Fatnajökull. So, ich bin hier auf dem Weg zu so einer Gletscherzunge vom Fatnajökull. Das ist der größte Gletscher Europas, unterhalb vom Polarkreis. Und ja, einige Ausläufer kommen ziemlich weit Richtung Ringstraße. Das Fatnajökull Gletschersystem misst 150 x 100 Kilometer und ist bis zu 900 Meter dick. Sein Eisschild bedeckt ganze 8% von Island. Der Fatnajökull Gletscher befindet sich komplett im gleichnamigen Nationalpark. Dieser ist mit über 14.000 Quadratkilometer der größte Nationalpark Europas. Die Gletscherzunge Svínáfellsjökull ist nicht weit entfernt von der Ringstraße. Und so ist man nach einer sehr idyllischen 5-minütigen Wanderung wieder zurück auf dem Motorrad. Auf der Ringstraße hat man hier in der Gegend die nächsten 150 Kilometer immer perfekte Gletschersicht. Und so kann man die Ringstraße immer mal wieder verlassen, um den Gletscherzungen fast zum Greifen nahe zu kommen. Wer Zeit und Lust hat, kann an einigen dieser großen Gletscherseen eine Bootstour direkt zwischen die Eisberge durchbuchen. Doch für mich geht's weiter zum weltberühmten Diamond Beach. Die Stimmung am Diamond Beach ist wahnsinnig beeindruckend. Auf dem kilometerlangen schwarzen Sandstrand werden immer wieder kleinere und größere Eisschollen angespült. Diese schmelzen nach und nach und sehen irgendwann aus wie riesige Diamanten. Die Wellen des Atlantiks zerstäuben hier so stark an den Eisschollen, dass die Gischt wie ein Nebel über dem Strand liegt. Ursprung haben all diese Diamanten im See Jökulsárlón. Er ist der bekannteste und größte einer Reihe von Gletscherseen in Island. In den See kalbt der Fatnajökull bis zu 15 Meter hohe Eisberge ab. Die treiben dann über diesen kurzen Fluss hier ins offene Meer hinaus, wo sie von den kräftigen Wellen wieder zurück auf den Diamond Beach gespült werden. Ich schwinge mich wieder aufs Motorrad und verlasse das Gletschergebiet und mache mich auf die letzte große Sehenswürdigkeit meiner Island-Tour. So Leute, die letzte Nacht auf Island, die letzte Nacht im Zelt. Bin hier auf dem Camping Vestrahorn, direkt am Fuße des Vestrahorns. Das ist quasi der berühmteste Berg von Island. Da hängt er gerade leider in den Wolken. Bei orkanartigem Wind baue ich mein Zelt auf und mache mich auf den Weg raus auf eine Landzunge, um ein paar Bilder dieser genialen Gegend einzufangen. So, ich warte hier auf freie Sicht zum Vestrahorn. Das ist echt der krasseste Berg auf Island. So rein als Fotomotiv. Und ich hoffe, der zeigt sich jetzt noch. So 3 Stunden müsste noch hell sein. So lange habe ich Zeit zu warten. Irgendwann spät am Abend sind außer mir nur unzählige Vögel und ein paar Seerobben hier oben. Das ist echt krass. Hier ist ein kilometerlanger schwarzer Sandstrand und ich bin hier komplett alleine. Keine Menschenseele hier außer mir. Das sind die Momente, die ich liebe. Ja, das war wirklich ein genialer letzter Abend auf Island. Und zum Schluss gab es als Belohnung sogar noch einen kleinen Blick aufs Vestrahorn.
So, die letzte Nacht im Zelt ist auch vorbei. Es stürmt hier immer noch wie die Sau. Ich baue jetzt hier ab und dann auf dem schnellsten Weg zur Fähre. Ich war gerade dabei, mein Zelt abzubauen, als ich die Wolkendecke kurz lüftete. Und so bekam ich doch noch mein Bild vom Vesterhorn. Das war wirklich eine schöne Gegend für die letzte Übernachtung auf Island. Ich schwinge mich wieder aufs Bike und mache mich auf den Weg zur Fähre. Die ersten 100 Kilometer entlang der Ostfjorde waren leider wolkenverhangen. Erst als ich die Ringstraße auf die F939 verlasse, kann ich der dicken Nebelsuppe entfliehen. So, kaum ein paar Meter weg von der Küste bin ich hier bei Sonne rausgekommen. Hier sieht man so den Nebel, der vom Meer hereinzieht. Also ist in Island echt ganz oft so, dass ein bisschen weg von der Küste das Wetter schon deutlich anders ist wie 10 Kilometer vorher. Und dass es sich auch immer wieder lohnt, in die Berge reinzufahren. So, Kaffee kochen mit Aussicht. Ja, das sind hier so meine letzten Momente auf Island. Ich sitze hier oben auf dem Berg, trinke Kaffee. Geile Aussicht auf dem Wolkenmeer. Ist angenehm warm. Also, fällt mir ein bisschen schwer, hier wegzufahren heute. Ist wirklich ein wunderschönes Land. Die Fahrt über die Straße 939 und 95 war nicht nur landschaftlich nochmal ein echtes Highlight, sondern stellte auch eine Abkürzung von über 70 Kilometer zur Fähre dar. Bei bestem isländischen Spätsommerwetter sehe ich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder Bäume. Alles in allem waren diese letzten Kilometer auf Island wirklich magisch. Leute, es hat 27 Grad. Als ich über die Hochebene von Fjordheiði nach Seyðisfjörður zurückfahre, sprudle ich fast über vor Glücksgefühlen und Erleichterung, dass alles gut geklappt hat und ich das schönste Land der Erde erfolgreich mit dem Motorrad bereisen konnte. Und so fing ich an zu jubeln unter dem Helm, als sich der Hafen von Seyðisfjörður am Horizont zeigte. So Leute, es ist vollbracht. Ich bin zurück in Seyðisfjörður. Die Norröna liegt auch schon im Hafen. Und für mich heißt es, hier schließt sich der Kreis, die Tour ist zu Ende, zumindest der spannende Teil. Und was soll ich sagen, Island ist gerockt. Was soll ich sagen, es ist für mich hier ein bisschen emotional, weil ich hatte natürlich viele Sorgen und Bedenken vor der Tour, ob auch alles klappt und gut geht, und es hat alles geklappt und zwar wie am Schnürchen, und deswegen bin ich auch sehr dankbar. Meine Tausender Faustrom hat hier auf jeden Fall Bestleistung vollbracht. Also ich denke, mehr kann man mit dem Motorrad nicht machen. Ich habe es, denke ich mal, bis an die Grenzen gebracht, auch mit den Flussdurchfahrten und den Offroad-Strecken, die dann teilweise auch grob waren. Ja. Aber kein Problem mit der Faustrom. Unterbodenschutz auf jeden Fall hundertprozentig notwendig, ohne den geht's gar nicht. Also wer auch die Faust drum hat und jäh, will unbedingt das Ding nachrüsten. Ansonsten Reifen habe ich wie eigentlich immer schon den Michelin Energy Adventure. Von mir die absolute Empfehlung, ist auf Straße und Offroad gut zum Gebrauchen. Also alles in allem ein mega geiler Trip. Und ich bin froh, dass ich es mit dem Motorrad gemacht habe. Es gab keine Sekunde, wo ich mir irgendwie ein Wohnmobil oder sonst was gewünscht hätte. Also das Motorrad und vor allem die Faustrum hier absolut erstklassige Fahrzeugwahl. Ja, in 4-5 Stunden verlasse ich dann Island mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Denn war auf jeden Fall das schönste Land, in dem ich jemals war. Und die Insel hat mich garantiert auch nicht das letzte Mal gesehen. Aber trotzdem freue ich mich jetzt dann natürlich riesig, wieder nach Hause zu kommen, zu meiner Frau und meinen Kindern, die ich auch schon richtig doll vermisse hier. Und so schiebe ich mich mit einer Handvoll Biker am späten Nachmittag wieder auf die Norröna. Denn bevor es endgültig nach Hause geht, stehen mir noch 65 Stunden Fährefahrt mit 3 Übernachtungen bevor. Schweren Herzens werfe ich noch einen letzten Blick zurück auf Island.
Die geniale Zeit hier im hohen Norden werde ich garantiert mein Leben lang nie vergessen. Als wir uns raus auf den unendlich weiten Atlantik schieben, empfinde ich große Dankbarkeit, dass ich so ein schönes Land und so viele neue tolle Leute kennenlernen durfte. Am letzten Abend auf der Fähre genießen wir nochmal den Sonnenuntergang über dem Atlantik aus dem Hotpot. Hey, nach 65 Stunden Fährefahrt endlich im Hafen von Hirtshals. Aber die Fährefahrt war echt cool, fast wie eine kleine Kreuzfahrt. Ich kann hier jede Menge Zeug machen auf dem Schiff und wie so ein kleiner Urlaub nach dem Urlaub noch gewesen. Und jetzt dann 1300 Kilometer über die Autobahn nach Hause fahren. Yeah! So verlasse ich um 13 Uhr die Norröna in Hirtshals, wo 16 Tage zuvor alles begann. Und nachdem ich Island bei 27 Grad und Sonne verlassen hatte, komme ich in Deutschland bei 12 Grad und Regen an. Und nach über 8 Stunden in voller Durchnässung kann ich mit Fug und Recht behaupten, den meisten Regen auf meiner Island-Tour habe ich in Deutschland abbekommen. Durchnässt bis auf die Knochen komme ich mega erleichtert nachts um 1:30 Uhr zu Hause an. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gern ein Abo da und schaut auch noch meine anderen Filme auf YouTube. Wer mich auf meinen Reisen live begleiten möchte, kann mir auch auf Instagram und Facebook folgen. Die Links dazu findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung.